Hallo Leute, heute zu einem neuen Video. Es geht um, was packe ich in meinen Rucksack, wenn ich auf Landschaftsfotografie gehe. Ich erkläre euch, was da drin ist, Detail für Detail, nach dem Intro. So, also ich habe meinen Rucksack schon hierher gelegt. Ihr seht einmal das Wichtigste vorab, das ist seitlich dran. Das ist das Stativ, das ich verwende. Das ist das Benro Butt Stativ mit dem VX25 Kugelkopf dran. Er bringt mir die Kamera in jede Position, die ich haben möchte. Und das sehr stabil ist ein Carbon Stativ. Auch im Winter ganz einfach zu tragen, ist nicht zu kalt. Und ich habe es immer bei mir. Es hat mir sehr, sehr viel Dienste bereits geleistet. Super Stativ. Es gibt auch dazu ein separates Video. Gut, das wäre also schon mal ein Teil, den ich mit mir rumschleppe. An der Seite machen wir mal hier weiter. Ja. Seitentasche habe ich da noch eine kleine Rettungsdecke, ja, falls es mal draußen zu kalt ist oder ich draußen übernachten muss, nicht mehr heimkommen. Dann aktuell im Winter auch so Überzieh-Spikes, wenn es immer rauf geht auf irgendwelche Sehenswürdigkeiten, Felsen, die vereist sind, dann sind solche Spikes einfach recht nützlich. Das war hier. Dann auf der anderen Seite in der Fototasche immer ein Tuch, ein fusselfreies Tuch dabei, um die Linse vorne von Staub, Verunreinigungen zu reinigen. Und sehr hilfreich nutze ich sehr, sehr oft. Das war schon mal von außen hier. Ja, hier habe ich noch eine kleine Halterung für die Kamera. Ihr seht diese Platte dann später an der Kamera noch. Ich gehe oft rum mit dem Rucksack auf dem Rücken, aber die Kamera vorne am Gurt, dann ist sie immer griffbereit. So. Die kleinen Taschen, die zeige ich euch auch gleich mal. Da sind drin Akkus. Akkus ist das Wichtigste eigentlich, was man so mit dabei haben muss, denn ohne sie kein Strom und ohne sie kein Bild. Ja, verschiedene Akkus. Einmal für Taschenlampen, die ich mit mir dabei habe. Zwei normale Mignum-Batterien für den Blitz. Sind alles aufladbare Batterien hier. Und dann noch einen Ersatzakku für die Kamera. So. Was steckt hier noch in der zweiten Tasche? Das ist der Reinigungsbalg, um die Linse vorne oder auch innen von Staub, von Verunreinigungen zu reinigen. Sehr wichtiges Tool, denn Linsenflecken am Foto sind immer eine Heidenarbeit, die dann später am Computer mit der Software loszuwerden und so einfach mal das Objektiv reinigen von Staub, Verunreinigungen. Hier auch noch ein Pinsel, um gröbere Verunreinigungen mal zu beseitigen. Ja, ist ein sehr schönes Tool, sehr einfach, um die Fotos clean zu behalten. So, dann geht's los. Hier das Hauptfach. Aufgemacht. Mal schauen, was da drin ist. Also gut, Kamera ist drin. Nehme ich gleich mal raus. Hier habe ich meine Kamera immer griffbereit. Das ist das 24-70 mm von Sigma drauf. Zusammen mit der Kamera der Sony Alpha 7 III. Sehr, sehr gute Kamera. Nicht mehr die neueste, aber für mich reicht es vollkommen aus. Sie macht sehr gute Bilder für die Landschaftsfotografie. Ich habe auch immer ein L-Bracket hier an der Kamera, um Queraufnahmen oder Hochaufnahmen mit dem Stativ zu machen, ohne den Kopf umlenken zu müssen um 90 Grad. Dann habe ich hier auch noch diese Stativplatte, die jetzt genau in diese Halterung hier am Rucksack passt. Und ganz einfach die Kamera einhängen, dann baumelt sie am Rucksack. Und wenn ich sie brauche, hier den Knopf drücken und wieder rauslösen. Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist auch, wenn man gerade wandern ist und so,
Es ist immer wieder schön, wenn die Kamera griffbereit ist, um schnell reagieren zu können, wenn gerade ein Foto gemacht werden müsste. So, gut, also die Fotokamera. Hier noch eine Handschlaufe, nutze ich immer, wenn ich unterwegs bin, um einfach die Kamera sicher am Handgelenk zu haben. Sie soll nicht runterfallen. Sie trägt sich auch sehr, sehr gut, die Kamera. Ist mir auch noch nie runtergefallen, aber trotzdem als Sicherheit habe ich immer diese Handschlaufe mit dran. So, die Kamera hier. Was ist da noch drin? Ein Objektiv, wie ich schon gesagt, das 24-70 ist vorne drauf immer. Dann habe ich hier ein Weitwinkelobjektiv, 15 mm von Nisi. Ich nutze das sehr gerne. Manuell fokussierend, man stellt die Blende manuell ein. Es ist ein relativ günstiges Objektiv, erzeugt aber schöne Lichtsterne. Von daher nutze ich das auch sehr gerne in der Landschaftsfotografie, wenn es mal weit sein soll. Die Sonne ist drin, gibt es einen wunderbaren Sonnenstern. Ja, so, der Deckel geht immer wieder zu. Der ist schon, machen wir es mal so. Weiter geht's. Dann habe ich hier eine Filterbox da drin. Da sind meine ganzen Aufsteckfilter dabei. Hier der Filterhalter mit einem Polfilter vorne drinnen. Verschiedene Adapterringe für die verschiedenen Objektive sind dabei. Dann nutze ich im Prinzip noch zusätzlich diese drei Aufsteckfilter. Das ist einmal ein Graufilter, 64-fach Verlängerung, dann einen zweiten Graufilter mit 1000-facher Verlängerung der Belichtungszeit und einen Grauverlaufsfilter 0,9. So, den nutze ich sehr oft, eben gerade in der Landschaftsfotografie, um den Himmel etwas abzudunkeln, der ja üblicherweise heller ist, und den Vordergrund oder die Landschaft selbst etwas heller in das Bild zu bekommen. Diese Box ist immer dabei und nutze ich oft. Weiter geht's tiefer hinein in den Rucksack. Zwei Objektive habe ich euch schon gezeigt. Das ist das Standard-Zoom-Objektiv 24-70 und ein Weitwinkel-Festbrennweite 15 mm. Um aber auch mal näher an die Sachen ranzukommen, gibt es noch das Zoom-Objektiv, das ich hier habe, das Sigma 100 bis 400 mm. Ja, um Ausschnitte aus der Landschaft herauszuholen, man will ja nicht immer das komplette Weitwinkel drauf haben, aber auch mal ein Windrad weit entfernt herzoomen, Wolkenstimmung irgendwie herzoomen und da. Um da schöne Ausschnitte aus der Landschaft zu machen, nutze ich dieses Zoom-Objektiv. Wie gesagt, 100 bis 400 mm. Es reicht vollkommen aus. Es gibt stärkere Zoom-Objektive, aber dann sind die auch größer und schwerer rumzuschleppen. Und was bringt mir ein Objektiv, welches bei mir zu Hause liegt, weil es so schwer ist, aber nicht dabei ist im Rucksack, wenn ich es brauche? Von daher 100 bis 400 mm ausreichend in der Landschaftsfotografie. So. Da sind wir schon mal auf der einen Seite durch den Rucksack. Da gibt es noch die zweite Seite. Und da versteckt sich eine Drohne drin. So, da ist meine kleine Drohne. Das ist die DJI Mavic Pro 2. Sehr, sehr gute Kamera. Sehr, sehr gute Drohne. Stabil in der Luft. Auch nicht zu so laut. Viele Drohnen, die kleiner sind, die surren so laut. Während diese dann doch trotzdem einen gemäßigteren Ton hat. So. Und ja, nutze ich immer wieder in der Landschaftsfotografie, gerade wenn Sehenswürdigkeiten auch mal von oben zu zeigen, ist wunderbar. Oder Seengebiete, wenn man über Seen oder Bäche fliegt von oben, sieht man das dann immer ganz, ganz anders da als von unten. Wenn man unten steht, kriegt man den See oder den Bachlauf auch gar nicht so drauf. Eher von erhöhter Position. Ich fotografiere nicht von zu großer Höhe aus. Das macht dann auch keinen Sinn, wenn man zu weit weg ist vom Objekt, das man fotografieren möchte. Eher immer so auf 30, 40 Metern Höhe.
Er gibt die schönsten Fotos, obwohl man eben bis 100 Meter oder 120 Meter fliegen könnte. Ist aber bei 30, 40 Meter Höhe ungefähr, gibt es die schönsten Motive. Ja, dann ist da noch unter der Drohne die Fernbedienung dazu. Muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Ja, gehört zur Drohne, Bestandteil. Und dann habe ich hier herin noch einen kleinen Blitz. Den nutze ich eigentlich ganz selten, muss ich sagen. Aber er ist dabei, falls man mal braucht für Nahaufnahmen, Makroaufnahmen für irgendetwas im Wald, Pilze oder sowas, wenn man machen will. Oder Blüten, wenn man die noch von hinten beleuchten möchte. Dann ist immer so ein Blitz dabei, der hat auch so einen kleinen Standfuß mit drin. Also den kann man dann schön auf den Waldboden stellen, um dann noch ein paar Aufnahmen zu machen. Ist üblicherweise wieder nicht gebraucht, aber trotzdem, wenn es sein muss, dann ist er dabei. Ist nicht schwer, relativ leicht. Und ja, gehört irgendwie dazu. So, den wieder rein. Dann wäre es das mal hier. Doch, da ist noch was. Da komme ich kaum dazu, das zu nutzen. Das ist die Streulichtblende. Ja, da ist noch mehr dabei. Das ist die Streulichtblende vom Zoom-Objektiv. Nutze ich jetzt eher selten, außer es regnet. Ich bin draußen bei schlechtem Wetter. Dann kommt die Streulichtblende rauf, weil es dann auch die Linse vorne schützt. Hier noch eine Streulichtblende vom Weitwinkelobjektiv. Und hier habe ich noch so Aufsatzringe für Makroaufnahmen, um die Naheinstellungsgrenze des Objektives zu verkürzen. Das heißt, mit diesen Vorsatzringen 10 mm und 16 mm von Meike kann ich zum Beispiel dann mit diesem Objektiv, dieser Naheinstellungsgrenze, ich weiß jetzt nicht genau, hundertprozentig, ich glaube 95 cm hat, dann komme ich mit diesen Vorsatzringen näher ran an die Objektive, an die Objekte, um so ganz einfach Makroaufnahmen von Pilzen, Blättern, Insekten, Blüten oder was auch immer zu machen. Anstatt eines separaten Makroobjektivs rumzuschleppen, habe ich mich eben für diese Vorsatzringe entschieden. Die sind leicht, billig und reichen für meine Zwecke. Ich mache jetzt keine, nicht ausschließlich Makroaufnahmen, von daher gibt es da auch kein separates Objektiv dazu bei mir. Soweit, das wäre der Inhalt vom Hauptfach. Dann geht es weiter noch auf ins Oberdeck. Ja, da gibt es auch was drin. Handschuhe. Im Winter sind immer Handschuhe dabei. Dann habe ich hier eine gelbe Regenjacke, wenn ich mich ab und zu selbst ins Bild stelle. Gefällt mir sehr gut, wenn man eine Person im Bild hat bei der Landschaftsfotografie. Das zeigt auch schön dann die Größenverhältnisse, weil der Mensch weiß ja, wie groß der Mensch ungefähr ist, ja. Und zeigt dann doch schön die Größenverhältnisse der Landschaft, zum Beispiel die Berge oder sowas, die dann riesig wirken, wenn der kleine Mensch da mit im Bild steht. Nutze ich oft mal die Regenjacke, fällt man dann in der Natur bzw. im Foto besser auf. Ja, dann kommen zum Vorschein hier. Taschenlampen. Eine Handtaschenlampe. Eine Stirnlampe. Nutze ich sehr oft, wenn es zum Sonnenaufgang irgendwo rauf geht in den Wald. Eine zweite Stirnlampe als Backup. So, dann ist da noch ein zweiter Drohnenakku. Ein Akku reicht normalerweise, um die 20 Minuten zu fliegen. Habe hier noch einen zweiten Akku, wenn er mal nicht ausreicht, um noch einen weiteren Flug zu machen oder bei einer anderen Location nochmal zu fliegen. Dann ist da noch ein kleiner Sack. Und zwar, was ist da drin? Ja, da ist mein Funk-Fernauslöser drin. So ist Funk-Fernauslöser besteht aus dem Sender, ja, der den Auslöseimpuls gibt, und dem Funkempfänger, den ich dann eben über dieses Kabel an die Kamera schließe und so den Befehl zum Auslösen der Kamera per Funk gebe.
Auch ganz interessant immer, wenn man, also ich nutze es oft, um auch mal selbst im Bild zu stehen in den Fotos, um dann die Kamera auszulösen von weiter Entfernung. Oder wenn es einfach darauf ankommt, wenn die Kamera wackelt oder das Stativ wackelig steht, dass keine Verwackler auftreten. Oder aber wenn es eine Langzeitbelichtung wird, und zwar über 30 Sekunden hinaus, dann im Bulb-Modus fotografiert wird. Und dann muss man übrigens auch den Fernauslöser benutzen, um länger als 30 Sekunden zu belichten. So, das wäre dann hier noch. Dann hätten wir es auch schon im Großen und Ganzen. Verhungern will ich auch nicht. Darum gibt es immer einen Müsli-Riegel und ein paar Nüsse im Rucksack. Wer weiß, was auf dem Weg zum Motiv alles passiert. Da ist nochmal ein kleines Tuch integriert im Rucksack, um das Objektiv sauber zu halten. Und hier habe ich noch ein Kabel für die mit USB-C-Anschluss für die Fernsteuerung. Ja, die hier auch einen USB-Anschluss mit USB-C ermöglicht, um das Handy noch anzuschließen. Gut, das wäre es eigentlich dann im Großen und Ganzen. Vorne hätte ich noch ein kleines Fach. Dann zeige ich euch mal, was drin steckt. Es wird dann schon wieder wahrscheinlich weniger interessant. Gut, eine zweite Brille habe ich hier dabei. Kugelschreiber noch. Meine Drohnenunterlagen, Führerschein, Versicherungsnachweis. Oh, was braucht man noch? Ja. Fluggenehmigungen und dergleichen und so fort. Dann ein Sitzkissen bzw. eine Matte, um auch mal auf dem nassen Waldboden fotografieren zu können und nicht gleich komplett mit den Knien oder mit den ganzen Klamotten am nassen Waldboden zu liegen. Soweit, so gut. Das wäre mein Rucksack komplett heute für euch entleert, gezeigt, was drin ist. Ich schleppe da wahrscheinlich um die 20 Kilo mit. 15 Kilo, sagen wir mal. Und das ist meine Fotoausrüstung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt demnächst wieder mehr Videos. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Bild, das Foto, das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal, um immer informiert zu werden, wenn es ein neues Video gibt. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss und bis bald.